Es ist mal wieder Zeit für den Train Simulator. Ich begrüße euch ganz herzlich von der Arlbergbahn, von der ÖBB 1016. In Deutschland wäre es die Baureihe 182. Wir stehen hier gerade in Innsbruck Hauptbahnhof und fahren einen Zug heute nach Landeck Zams mit Zwischenhalt in Otztal und in Imst-Pitztal. Wir steigen mal ein hier den Führerstand und machen uns mal das Licht an. Taste L. Mit V aktivieren wir mal den Scheibenwischer. Es ist ziemlich stürmisch und regnerisch heute. PZB machen wir an mit Steuerung Enter. Gut, Richtungswende können wir, glaube ich, auch schon Vorwärtsstellung packen. Ziehen hier nochmal ein bisschen die Bremse an. Der Stromabnehmer ist oben. Taste H für die Lichtkonfiguration. Nehmen wir ruhig mal die etwas höhere. Das ist auch, glaube ich, in Österreich prototypisch. Und hinten müssten wir dann zweimal rote Lampen haben. Sehr schön. Ja, falsche Lichtkonfiguration, ne? Aber und auch etwas falscher Stromabnehmer, aber okay. Können wir den Scheibenwischer etwas schneller? Ja, bitte. Das ist gut. So, können wir noch was aktivieren? Also Signallichter haben wir auf höchste Stufe gewählt. Instrumentenbeleuchtung an. Führerstandslicht. Moment. Ja, doch, nehmen wir die. Finde ich eigentlich ganz angenehm. So, Zugsammelschiene ist an, können wir jetzt auch nicht weiter betätigen. PZB. Ja, ist jetzt ohne Sprachausgabe. Zugbeeinflussung. Okay, interessant. Dann machen wir uns noch die AFB, AFB an AFB, AFB. und stellen sie zunächst auf 40. Wir können auch die AFB übrigens bedienen mit den Tasten. Ups, einmal kurz mein Handy hier leise machen. Mit den Tasten gucke ich gleich nach, ist ja auch egal. Wir müssen jetzt erstmal losfahren, also dementsprechend lösen wir die Bremsen und schalten Leistung auf. Ich hätte eine etwas höhere Position gerne gehabt, aber ist okay. So, 40 sind erreicht, die AFB regelt ab. In Österreich befreit man sich ja eigentlich nicht von der aus dem restriktiven Modus, sondern muss warten, bis das Blinken von alleine aufhört. Mal gucken, ob das hier so programmiert ist oder wir uns doch am Ende befreien müssen. Also auf jeden Fall mit Y und C können wir die AFB hoch und runter stellen. Ich befreie mich mal jetzt gleich hier hinter dieser Weiche, weil ich glaube, dass das nicht von alleine passiert. Zugbeeinflussung. Okay. Ja, die Sprungschanze von Innsbruck. Und wir dürfen schon 60 fahren. Interessant, dass wir das Licht hier nicht mehr mit rauskriegen. Na gut, dann ist es jetzt an. So, ab hier dann 70. Kann auch kurz den Roadrunner aktivieren. Das Fahrzeug ist übrigens von RSSLO.
Und unser nächster Halt ist in 40 Kilometern im Ortsteil. Das mit dem Zuglängenmesser hat wohl nicht geklappt. Ist das so? Ich habe den Zug bisher noch gar nicht von außen angeguckt. Machen wir das mal. Ich würde sagen, von hier so. Schön mit den Intercity-Wagen. Die Sifa habe ich heute ausgelassen, ganz bewusst. Im Hinten. Ja. Also die Rücklichter leuchten nicht, ne? Jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie man das Licht hier ausbekommt. Also das Instrumentenlicht ist mit der Taste I. Das hätte ich gerne an. Das Führerstandslicht mit L, das ist aber das große hier. Das hier. Spiegel mit Taste M. Was passiert da? Gar nichts. Vielleicht geht das auch nur im Stand. So, dann stellen wir mal die AFB auf 110 ein. Und ab hier sind es 130. Oh, das ist doch so eine Trennstelle, oder? Da muss man doch den Hauptschalter rausnehmen. So, hier Taste Z, Hauptschalter raus. Und jetzt können wir den wieder... Genau. Ich hoffe nicht, dass es eine Trennstelle war, wo der Stromabnehmer auch noch gesenkt werden muss. Aber ich glaube nicht. So, ach, wir dürfen schon 130 fahren. Sehr gut. Machen wir das mal. So, Vorsignal ist grün. Natürlich ist das nicht der beste Taurus, den es im Train Simulator gibt. Oh, ab hier gelten 120. Machen wir mal nur mit der E-Bremse. Zugbeeinflussung. Und ab hier dann 140. Mal den Roadrunner wieder aktiviert. Und ab hier sogar 150. Okay, hat irgendwie nicht geklappt. Dann kommen wir jetzt schon mal auf die 150 hoch und müssen mal ein bisschen Leistung aufschalten. Ja, schaltest du auch Leistung auf? Ich bin gerade so ein bisschen trantütig an der Beschleunigung. Ne, jetzt geht's aber. Ja.
Ja, wir sind hier auf der Arlbergbahn unterwegs. Von RSSLO. Mit der ÖBB 1016 von RSSLO. Herrlich, oder? Die Alpen. Ganz kurz hier pausieren und doch mal hier mit dieser schönen Bergkette einen Screenshot machen. Das ist ja das Schöne am Train Simulator, dass man da einfach so pausieren kann. Na, jetzt ist genau der Zaun davor gewesen, vielleicht von der Seite. Displays sind jetzt nicht weiter einstellbar. So, müssen wir runter auf die 130. Nehmen wir mal dafür ordentlich die E-Bremse. So, und lösen. Dann die AFB runter auf 130. Und Leistung wieder aufschalten. Ach, herrlich hier, das Alpenpanorama. Alpenpanorama, das wäre doch eine gute. Guter Titel für die Folge, oder? So, ab hier sind es mit 40. Und hoch mit der Geschwindigkeit. Und ab hier sind es 160. Dankeschön. Auch mit der AFB. Ja, wie gesagt, das ist die Arlbergbahn von RSSLO. Ich glaube, es gibt auch eine Arlbergbahn von DTG. Aber die ist es nicht. Die ist ja doch nochmal qualitativ, glaube ich, ein bisschen. Ja. Nicht ganz so auf der Höhe wie jetzt hier die von RSSLO. Das ist schon eine sehr schöne Strecke. Mir gefällt auch hier die Ausgestaltung der Berge. Und dass wir hier durch die. Ja, praktisch durchs Tal hindurch uns manövrieren. Hat doch was sehr Angenehmes, oder? Auch als Fahrgast, gucken wir mal. Ah, nee, hier. Ja, Interregio-Wagen passen jetzt, glaube ich, nicht ganz, aber. Genug Fotos für heute. Konzentrieren wir uns auf die Strecke. Das Fenster lässt sich, ne? Tatsächlich öffnen. Nicht schlecht.
definitiv nichts Selbstverständliches im Train Simulator, dass man Fahrzeuge hat, bei denen sich die Fenster öffnen, dass halt einfach generell eine recht hohe Interaktivität dabei ist. Das ist ja so ein Luxus, mit dem man als TSW-Spieler und Spielerin ziemlich verwöhnt wird. Im Train Simulator aber längst nicht Standard, sondern wenn, dann meistens eher nur so für die etwas qualitativ hochwertigeren Produkte wie die von 3D-Zug oder VR oder you name it. Aber auch RSSLO ist, der war aber sehr nah dran an Bahnsteig. Auch RSSLO ist jetzt nicht unbedingt ein schlechter Payware-Hersteller. Ich finde es auch irgendwie falsch, wenn das die Erwartung wäre, dass das ein schlechter Payware-Hersteller ist. Ich finde die Strecke nämlich schön. Muss ich wirklich sagen. Sie gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das Fahrzeug ist okay. Will ich jetzt nicht in den Himmel loben. Muss man auch nicht. Der Taurus von RWA ist da mit Sicherheit um Meilen besser. Aber er ist okay. Ich würde halt immer noch gerne das Licht hier im Führerstand ausbekommen, aber ich krieg das nicht aus. Damit geht das halt nicht. Wie war das Führerstandslicht halt sonst nur mit Taste L? Vielleicht mit Shift L? Nee. Nö. Shift I? Auch nicht. Naja. Gut, dann müssen wir halt in diesem etwas grünlichen Licht vor uns herfahren. Mir ist aufgefallen, das ist ja der gleiche Taurus, der im TSW zu finden ist. Dass bei dem TSW-Taurus tatsächlich hier noch so eine kleine Buchfahrplanleuchte noch an der Stelle mit reingebracht worden ist. Genauso wie ein... Oh, wir müssen ein bisschen langsamer machen. So, und... So. Ötztal, habe ich von Ötztal gesagt. Natürlich heißt es wohl Ötztal. Und da sind wir in 18 Kilometern. Ja, also wie gesagt, die Strecke finde ich wirklich schön. Das Fahrzeug ist okay. Für Train Simulator Verhältnisse ist es okay. So, sorry, musste kurz mich hier mit meinem Stuhl ein wenig neu orientieren, deshalb rauscht es und raschelt es gerade im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber, so. Man muss sich ja auch mal gemütlich hinsetzen für eine gemütliche Fahrt. Okay, wir dürfen anscheinend laut hat doch 160 fahren. Dann machen wir das auch. Schon ordentlich was an Kilowattstunden verbraucht. Ja, wobei, ich glaube, das ist nicht... ich glaube, das ist nicht animiert. Das würde mich auch wundern, dass wir so viel schon verbraucht hätten. Das ist wohl einfach nur eine Textur.
Ja, die andere Strecke, die ich auch noch habe von RSSLO, das ist Brenner Kufstein. Da werden wir uns auch definitiv ein bisschen ausführlicher noch mit beschäftigen. Auch da ist halt das mitgelieferte Fahrzeug die 1016. Das ist dann natürlich ein bisschen wiederholend. Muss mal gucken, ob wir vielleicht nicht stattdessen irgendwie ein bisschen deutsches Rollmaterial einsetzen. Oder die Baureihe 102. Da hätte ich Lust drauf. Sind wir auch schon länger nicht mehr gefahren. Die macht auch ordentlich Spaß. Die könnte man da fahren. Wäre zwar in diesem Sinne ein fiktiver Zug, aber whatever. Ich weiß auch gar nicht, ob aktuell irgendwas im Train Simulator großartig in Entwicklung ist, das groß angekündigt wurde. RSSLO hat ja vor einiger Zeit Schwarzach St. Veit rausgebracht. Ansonsten, ja, von 3D-Zug kam ja vor nicht allzu langer Zeit der modernisierte Intercity mit dem Steuerwagen, der ordentlich viel Kritik geerntet hat. Ansonsten von Seiten DTG ist die amerikanische Version der Long Island Railroad Strecke aus dem TSW. Die wird jetzt in Kürze für den Train Simulator veröffentlicht. Ist jetzt nicht mein. Wünschenswerter Kandidat für einen Zugsimulator dieser Art der Strecke, also eine US-amerikanische Strecke, interessiert mich jetzt tatsächlich wirklich marginal wenig. Vielleicht gucken wir uns das in einem Video an, vielleicht, ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube, das würde hier sowieso nicht auf besonders viel Interesse treffen, was ja vollkommen nachvollziehbar ist, weil es ja auch meiner Seite nicht so viel Interesse daran gibt. Ansonsten eine deutsche Strecke. Ich glaube, die letzte deutsche Strecke von DTG war die Strecke Straßburg-Karlsruhe, Straßburg-Mannheim. Auf jeden Fall hat die Strecke in Straßburg geendet. Ich glaube, das war tatsächlich die letzte DTG-Strecke, die da rausgekommen ist. Natürlich hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten können, bevor ich mich hier vor den PC setze und etwas ins Mikrofon hineinsalbade, aber hätte. Ihr wisst schon. So, mal ganz kurz ins HUD geguckt, wie lange wir noch fahren. Oh, nur noch 3 Kilometer. Dann können wir eigentlich schon die Leistung rausnehmen und erstmal nur rollen. Dann müssen wir den Hauptschalter. Oh, habe ich gerade die Trennstelle verpasst? Kann das sein? Ja, ich habe gerade total die Trennstelle verpasst. Und good job. So, wir haben auch halt zu erwarten. Oh, doch nicht mehr. Sehr gut. Meine Damen und Herren,
Unser nächster Halt Ötztal. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, das ist die Ankündigung auf 80. Zugbeeinflussung. Okay, muss da jetzt nicht bestätigt werden. Also muss so schon bestätigt werden, aber kein Magnet. Ach ja, vergessen, dass wir keine Außenansicht haben. Leider. So, wir fahren bis ganz vorne durch in Ötztal. Und dann gucken wir uns ein bisschen um. Türen auf. Dann schauen wir uns mal um. Ja, wir sind ein bisschen zu spät angekommen, aber so soll es halt sein. Ja, hier Ötztal. Ötztal. Ich war schon mal in Fendt. Das liegt im Ötztal. Das Ötztal heißt hier auch so, weil der Ötzi hier gefunden wurde. Beziehungsweise der Ötzi heißt, weil er heißt so, weil er im Ötztal gefunden wurde. Ich weiß nicht, wie herum es ist. Aber irgendwie so wird der Schuh draus. Interessante Texturen. Hier noch ein Parkplatz. Tickets. Ja, und dann? Türen sind zu. Und wenn das so ist, dann können wir die Bremsen lösen. Und Leistung aufschalten. Warum blinkt das? Was hat das zu sagen? Muss ich das bestätigen? Habe ich jetzt mal gemacht. Okay, musste ich aber nicht bestätigen. Ah, ich habe das Licht ausbekommen. So, wir dürfen 140 fahren, ne? Ja. Ah ne, 80 waren ja angekündigt. Also einmal runter mit der AFB auf die 80. Dann müssen wir als nächstes in Imst-Pitztal in 9 Kilometern anhalten und dann Landeck-Zams in 25 Kilometern. Ab hier wird es auch eingleisig. Mal schauen, für wie lang. Einmal über den See drüber. Schön mit der Spiegelung hier. Was man hier jetzt ganz gut sehen wird, hoffentlich ist die Kurvenüberhöhung. Jetzt in dieser Rechtskurve, die kommt. Ja, genau. Das haben die schön eingebaut.
Hier links ein bisschen Forstwirtschaft. Was mir auch gefällt, sind immer wieder hier diese alpinen Häuser. Mit diesen ziemlich markanten Balkonen. Balkonen? Balkons? Also ist der Plural von Balkon. Zugbeeinflussung. Okay, gut, der musste nicht bestätigt werden. Da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht zu 100% sicher, was so die österreichische Signalisierung angeht. Sind ja schon leichte Unterschiede zu deutschen. Und mitnichten kenne ich mich mit der deutschen Signalisierung in erschöpfender Weise aus. Denn das wäre blasphemisch gegenüber all denen, die tatsächlich professionell mit der Eisenbahn beschäftigt sind und nicht so wie ich. Ich beschäftige mich lieber mit den Kühen, die wir gerade eben hier links gesehen haben am Rand. Die fand ich ganz hübsch. Die sahen. Sowas finde ich mal ganz cool, wenn sowas am Streckenrand zu finden ist. Es gibt es ja auch im TSW. Auf jeden Fall ein sehr langer Abschnitt, der hier eingleisig ist. Und ja, 3 Kilometer, bis wir dann in Imst-Pitztal anhalten müssen. Bin ganz froh, dass ich die SIFA ausgeschaltet habe. Die hätte jetzt echt. Also, die hat ja an sich in so einem Let's Play ja keinen wirklichen Mehrwert, oder? Außer sie schießt mich ab. Eine Zwangsbremsung und irgendjemand findet das besonders unterhaltsam, dann ist es natürlich mit einem gewissen Mehrwert behaftet. Aber für mich, beziehungsweise wenn ich nicht von der SIFA gestört werde, dann hat sie ja tatsächlich keinen weiteren Mehrwert, weil es ja, halt einfach nicht viel ausmacht in so einem Video. Außer man mag es, dass immer wieder diese weibliche Stimme SIFA hineinschreit in den Raum. Aber wenn sie das macht, dann kann ich hier nicht so gut in die Außenkamera gehen und mir hier diese schönen, schönen Brückenkonstruktionen angucken. So, 1,3 Kilometer noch. Ja, das mit dem Bremsen, das können wir uns ordentlich Zeit lassen. Wir sind ja nicht besonders schnell unterwegs. Insofern haben wir auch keinen besonders langen Bremsweg. Natürlich ist zu beachten, dass es regnet. Dadurch verlängert sich selbstverständlich der Bremsweg. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so gut simuliert ist im Train Simulator. Zumindest, ich glaube, sowas ist immer stark abhängig von den Gleisen, die verlegt werden und von den jeweiligen Fahrzeugen, die diese Gleise befahren, ob dann am Ende sowas auch dann simuliert wird oder nicht. Also solche adhäsionsphysikalischen Eigenschaften. Aber auf mich wirkt es auf jeden Fall so, als wenn der Zug hier zumindest so bremsen würde, als ob er auf trockenen Schienen fahren würde.
Türen off. Hier in Pitztal, weiß ich nicht. Die Autos versinken hier ein wenig im Boden, aber ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Auch die Fahrräder versinken hier ein kleines bisschen, aber das kann ja mal passieren. Kleiner Ticketautomat. So, die Türen sind auch schon wieder zu. Unpünktlichkeitsstrafe habe ich bekommen. Das ist ja nicht zu glauben. Lösen wir die Bremsen. Und schalten Leistung auf. Signal ist grün. Schön, diese Brückenkonstruktion da oben. Aber dafür ist ja Österreich bekannt, für diese wirklich atemberaubenden Meisterleistungen der modernen Baukunst. Am Bahnübergang vorbei. Und dann wird es auch schon wieder eingleisig. Wir dürfen weiter in 80 fahren und Landeck-Zams erreichen wir dann in 16. 1,5 Kilometern. So, 80 sind erreicht. Können wir auch entsprechend die Leistung ein bisschen zurücknehmen. Das reicht. Oh, hier dürfen wir 110. Also einmal den Dodge Runner bemüht. Wir warten auf das Map. Da ist es. Und hoch auf die 110. Ein bisschen Leistung wieder dazugeben. Also was ich sagen muss, was mir im Transmanager besser gefällt als im TSW, sind tatsächlich hier diese Regeneffekte am Fenster. Ich finde, das hat... Es sieht einfach schöner aus. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ja, wobei doch, vielleicht ein kleines bisschen liegt es auch daran, dass ich im TSW die Bewegungsunschärfe aktiviert habe und Bewegungsunschärfe und Regeln verschragen sich nicht so gut, ist mir aufgefallen. Dann sieht es gerade an den Rändern. Hier wird es dann so komisch verwischt aussehen an den Rändern. Also, weil da ja praktisch Bewegungsunschärfe auf den Übergang zwischen sehr schneller Bewegung und gar keiner Bewegung trifft. Und da ist das wohl anscheinend immer ein bisschen problematisch. Da oben würde ich gerne wohnen. Da. Zugbeeinflussung. So, runter auf die 80. Und ab hier gelten dann die 80.
Ja, hatten wir einen kurzen Abschnitt, bei dem wir mal etwas schneller fahren durften. Tja, so schnell geht das. Ich finde auch dafür, dass die Strecke so in diesem Zustand gerade uns präsentiert wird, wie man sie kauft, also da keinerlei Vegetationsupdate und so mit dazu drauf sind, finde ich die Strecke an sich auch schon okay. Also, ja, die Texturen sind auf dem Boden ein bisschen verwaschen, aber ansonsten bin ich persönlich zumindest damit vergleichsweise zufrieden. Ich glaube, andere Leute, die etwas mehr im Train Simulator schon und etwas länger unterwegs sind, würden da vermutlich begründeterweise widersprechen. Und sagen, ne, das sieht grausam aus. Aber ich bin halt einfach jetzt nicht ein großer Experte für den Train Simulator und kann das gar nicht so gut bewerten, was in den Augen der Community, wenn man es so möchte, gut ist und was weniger gut ist. Weil ich an sich eigentlich schon ganz gut begeistert bin mit dem, was ich hier sehe. Ich meine, das ist jetzt auch zum Beispiel für mich das allererste Mal, dass ich hier etwas länger durch so ein Alpenpanorama mit dem Zug durchfahre, in einem Simulator. Insofern, klar, bin ich davon total fasziniert. Okay, gut, das stimmt gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Ja, Arosa beim TSW. Aber die Arosa-Bahn im TSW ist jetzt nicht die schönste aller Strecken. Mitnichten ist sie das. Leider. Schön wär's. Sie hatte viel Potenzial, muss ich sagen. Die Arosa-Bahn hatte sehr viel Potenzial, aber es wurde leider nicht hinreichend ausgeschöpft. Aber sei es drum, da können wir mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, wenn wir mal wieder auf der Strecke unterwegs sind, was wir auch schon ewig lange nicht mehr gemacht haben im TSW. Aber hier soll es jetzt erstmal nicht darum gehen, hier geht es nicht um Arosa, hier geht es nicht um den TSW, sondern hier geht es um die Aalwerkbahn im Train Simulator. So, ab hier sind es 100, die wir fahren dürfen. Und dann haben wir noch 6 Kilometer, dann sind wir da, während wir gerade an Schönwies oder Schönwies vorbeifahren. Hier wartet ja schon auf uns, der Güterzug hier, Doppeltraktion. Während wir dann jetzt gleich auch schon auf die 140 hoch können. Einmal in den Tunnel rein. Ja, nochmal zum Schluss hier ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist doch schön.
Da geht's auf den nächsten, in den nächsten Tunnel. Ankündigung auf 100. Schön, wie das hier drin halt. Wir haben noch 1,3 Kilometer, dann sind wir da. Zugbeeinflussung. So. Wir machen halt zu erwarten, also 500 Hertz Magnet steht schon bereit. Wie spät sind wir? Ja, 2 Minuten Verspätung. Das ist okay. 3 Minuten, ja. Das ist vollkommen im Rahmen. Gegeben dieser Witterungsbedingungen. Darf ich dieses Signal hier überfahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, oder? Ups. Ich habe gerade was versehen. Ich habe gerade aus Versehen den Stromabnehmer gesenkt, weil Taste P und Taste Ü direkt nebeneinander sind. So, Hauptschalter rein. Mal ein bisschen Leistung auf. Das war jetzt zum Schluss nicht so schlau. Wir sind komplett im Bahnhof drin. Also halten wir hier unter der Bahnsteigsunterüberdachung. So, und machen die Türen auf. Hier die Abfahrtanzeiger. Ein paar Traktoren. Traktoren, die sind in Österreich sicherlich ein ziemlicher Kassenschlager. Ja, hoch oben. Da geht es dann noch weiter mit den Gleisen. Da ganz hinten. Ja, Szenario abgeschlossen. Gut gemacht. Wer hört das nicht gerne? So ein gut gemacht. Dann würde ich sagen, mit diesem Bild von unserer wunderschönen ÖBB 1016 verabschiede ich mich von euch und bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.